Ein herzliches Willkommen zu einem Part von Heyday Farm. Bewerten wir 5 neue Farmen statt, die wir uns angucken werden und bewerten werden. Heute, ich glaube, heute wird ein richtig langer Part, weil die Farmen, die heute dran sind, sind vielversprechend, sage ich mal. Also drei davon sind auch häufiger im Stream, nämlich Lilly, Lea und Gabriel. Und ich bin... Also sie kommen das letzte, weil vorher sind noch zwei andere Farmen. Ich bin gespannt, ob die beiden Farmen davor auch noch heftig sind. Ja, wir fangen an mit Hendrik. Und ja, also es wird heute ein krasser Part werden. Gehe ich mal von aus. Also ich meine zumindest in Erinnerung zu haben, dass die drei sehr gut dekoriert sind. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Okay, aber erstmal hier Hendrik am Start. Das Eischaf, hallo Katrin, was geht? Ja. Also er hat viel umrandet, aber innen drin ist dann meistens nicht so viel, finde ich. Ich verstehe den Weg hier zum Beispiel nicht. Macht für mich nicht so viel Sinn irgendwie. Aber die Gebäude allgemein hier, warum stehen die hier? So ein bisschen random. Hier steht was, hier, da, da. So ein bisschen alles so ein bisschen verteilt, aber ohne so richtige Struktur. Hier steht der Soßenmacher, warum auch immer. Aber er steht da. Also, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen was ist dann umrandet. Also das Einzige, was hier ist, ist, dass eine Palme zur Sushi-Bar passt, aber ansonsten... Der Baum passt aber nicht zur Salattheke. Deswegen, das ist dann irgendwie... so dahingeschludert, so ein bisschen. Also Struktur kann ich überhaupt nicht erkennen und ist, glaube ich, auch gar nicht vorhanden. So, will ich jetzt einfach mal behaupten. Hier die Felder. Ich finde es aber auch nicht schön dekoriert. Es sind einfach immer nur irgendwas umrandet und dann dahingestellt. Deswegen ist das halt überhaupt nicht mein Hendrik. Ich würde eine Struktur hier reinbauen und diese Umrandung entweder ein bisschen größer machen, dass du jetzt hier nicht nur zwei Hunde hier reinstellst, sondern, weiß ich, vielleicht alle Haustiere und machst dann noch ein paar Attraktionen dazu oder was halt zu den Tieren passt da rein. Aber so finde ich das echt... schwach. Und dann hast du mal hier was Großes, wie hier, also ist jetzt nicht so richtig, aber dann kommt so, das ist dann auch nicht so toll. Ich gebe dir für deine Farm 1,5. Nächste Farm, Rayhan, Level 81. Rayhan, oh yeah. Na, jetzt sind wir schon bei Level 81, ich sag euch, heute wird heftig werden. Heißt nicht immer, dass die Farmen im hohen Level gute Dekoration haben, aber haben meistens mehr Möglichkeiten. Oh, doppelte Katrin, halt. Okay, also was mir hier direkt auffällt, ist, dass hier auch alles sehr groß gehalten ist. Und eigentlich sogar wenig mit Mauern und Zäunen so gearbeitet ist. Klar, hier ist jetzt ein ganz großer Bereich, aber sonst... Okay, hier auch. Okay, nein. Ich wollte damit sagen, dass hier zum Beispiel der Schneebereich und auch der Halloween-Bereich hier oben oder halt viel so wie die Molkerei so außerhalb stehen von dem, als wenn die so Abgrenzung, dass das überhaupt nicht dazugehört, so ein bisschen drüber kommt. Ist natürlich nicht der Fall, aber es kommt so auf den ersten Blick rüber. Hier die Büsche und Bäume. Ja, weiß nicht, das finde ich ein bisschen schwach. Hier die Gebäude. Die Felder. Also dekomäßig finde ich das echt sehr wenig, muss ich sagen. Also ich finde es schön, ich finde es strukturiert, aber dekomäßig ist halt echt sehr, sehr wenig. Den Eingang finde ich cool. Mit den Gebäuden kann man auch so machen, ja, aber es halt, haut mich jetzt halt auch nicht vom Hocker, ne? Ja, die kann man da hinstellen. Sieht auch gut aus, aber ist halt jetzt nicht einzigartig dekoriert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier mit den Tieren, ja, die kann man hier hinstellen, aber ich würde dann noch eine Idee, vielleicht eine Laufbahn für die Pferde machen, vielleicht so ein... Was jetzt ist? Ups. Moment. Ja, ja, Nutzungsbedingungen und so. Mein Spiel ist abgeschissen. Das ist bis jetzt auch noch nicht passiert. Ich habe eigentlich eh nur Hater hier drauf, von daher
Das ist neu. Auf jeden Fall gebe ich Reihan für die Farm 2,5 Punkte. Ich würde mir da noch ein bisschen, ich würde da noch ein bisschen mehr mit einspielen lassen, ein bisschen mehr rein. Du verstehst, was ich meine. Okay, nächste Farm ist Lea, Level 97. Katrin, hallo! Boah, ich krieg sogar eine Schraube, es gibt extra Punkte. Nein, gibt's nicht. Okay, ich hab... Oha. Das ist ja ähnlich wie gerade Reihan, nur in noch weniger. Also, das mit den Umrandungen, was ich bei Reihan schon gesagt habe, ist ja hier auch der Fall, dass hier so... Also, okay, man muss es ja auch nicht machen mit den Umrandungen. Versteht mich nicht falsch. Aber... Ja, dekomäßig ist ja... Gar nichts. Also kaum was. Hier steht was Weihnachtliches, hier steht ein Geschenk. Hier steht auch was Weihnachtliches. Und hier ein paar Wege, aber das war's. Gut strukturiert, ist auch sehr praktisch die Farm, aber dekoriert ist halt nichts leer. Tut mir leid. Deswegen, ich gebe dir aber einen Ehrenpunkt leer. Wobei, eigentlich müsste ich 0,5 geben.
Dann bist du ja auch hier verbunden. Ich glaube, sie wollte nicht, dass es verbunden ist, aber es wird besser aussehen, wenn es verbunden wäre. Fahr mal mit dem Rosentor. Hier würde ich auch dann Hecke nehmen. Statt den Zaun. Wobei ich glaube, ich weiß, was sie wollte. Wenn man jetzt hier die Hecke nimmt, dann wird es zwar hier zu passen, aber es wird nicht mehr hier zu passen. Aber da musst du hier halt auch in den sauren Apfel beißen und auch Hecke nehmen. Vielleicht sogar dann auch schon direkt Blumenhecke. Dann würde ich die auch noch austauschen und Blumenhecke machen. Aber das musst du nicht unbedingt. Also Hecke mindestens, Blumenhecke besser. Weil dann müsstest du das nämlich auch noch tauschen. Mit den Feldern finde ich cool, mit den Sternen in der Mitte. Gebäude an der Seite, Tiere. Die anpassbare Deko sieht geil aus. Schmetterling. Das finde ich schön hier, die Ecke hier unten. Und dieser Bereich finde ich krass, oder? Katrin, hallo! Habt ihr eben gar nicht gesehen. Winterbereich. Dann geht's hier hoch. China-Bereich. Richtiger China-Salon. Friedhof. Tier. Diesen Bereich hier unten finde ich richtig cool. Da gehen die Props raus. Das finde ich echt. Finde ich echt gut und schön gemacht hier. Der Bereich ist richtig nice. Ja, der hier oben ist auch gut. Dann schwächelt es hier so ein bisschen mit den Tieren und mit den Bäumen, Büschen hier schwächelt das ein bisschen, aber sonst finde ich das richtig gut. Lili, ich gebe dir für deine Farm 7,5. Ich weiß nicht, ob es reicht, werden wir aber noch sehen. Ah, ich soll übrigens die 5 Schafe suchen, steht hier. Ich soll 5 Schafe suchen. Ja, gut, Eiskarton habe ich gefunden. 5 Schafe. Ja, hier. Das Schaf. 2. Ihr könnt ja immer zu der Bewerbung immer noch was extra schreiben. Das nehme ich gerne auf. Wenn ihr eine Challenge für mich habt. Okay, 2 habe ich gefunden, aber wo sind die anderen? Die noch hier unten? Ah, da, 3. Katrin Ballon. Tja, ich finde leider nur 3. Schreibt mir in die Kommentare, wo die anderen beiden sind. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ich habe nur Eiskatrin in dem Ballon und Eiskatrin, Ballon und das Schaukelding hier gesehen. Irgendwo muss wahrscheinlich noch Surfer Katrin sein. Ja, und noch irgendwas. Ne, ich sehe da. Ah, hier ist noch ein Ballon, A4. Okay, 4 habe ich gefunden. Wo ist fünfte? Ich bin immer ehrgeizig bei sowas. Ich lass mich da am liebsten nicht so mit so einer Niederlage abspeisen. Die muss hier oben sein eigentlich. Die muss hier irgendwo sein. Da. Ist das die 5? Ich glaube, das ist die 5. Ne, 1. Zwei. Ich weiß nicht, ich weiß gerade echt nicht. Habe ich die 5 jetzt gefunden? Das Wiederfinden ist ja auch so eine Sache. Hier nicht auch irgendwo ein Ballon? Ah ja, 3. Ja, das waren die 5. Dann Eiskatrin und hier ist ein Ballon. Okay, habe ich sie gefunden. Nice. 4 Ballons und einmal Eiskatrin. Ich hoffe, das waren sie. Oder es war irgendwo noch ein 5. Ballon versteckt. Okay, Leute. Das war's für den Part. Lea, einen halben Punkt. Hendrik, anderthalb. Rayan, 2,5. Gabriel, 4. Und Lilly, Tagessiegerin mit 7,5 Punkten. Obwohl, hier ist noch ein Ballon. Wahrscheinlich sind das dann die 5 Ballons gewesen. 5 Ballons waren das dann eher. Okay, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und ein Abo. Da würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mir eure Meinung von den Farmen in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr den Farmen so gebt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.